Hallo, meine liebe Jungfrau, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Jungfrau. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Jungfrauen. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können, nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, meine liebe Jungfrau, eine spannende Legung. Wir haben hier auch gleich eine Engelszahl. Also das ist, die liegt auf der Position der Außenschau, also wie man dich von außen betrachtet. Wenn du schon mal eingeschaltet hast, dann bist du vermutlich schon mal über die ein oder andere Engelszahl in meinen Legungen gestolpert. Wenn du neu hier bist, Engelszahlen in meinen Legungen sind immer ein sehr gutes Zeichen, bedeuten, dass du am absolut richtigen Weg bist, auch wenn sich hier und da Herausforderungen zeigen. Und die 777 im Speziellen steht in meinen Legungen für Glück, für glückliche Fügungen und vor allem auch dafür, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, sich klar darüber zu werden, was man möchte. Vermutlich schaust du auf einen bestimmten Lebensbereich und hier ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo sich die Dinge sehr rasch fügen können. Wir schauen dann natürlich gleich weiter, was hier los ist. Ich fange jetzt unüblicherweise hier auf dieser Position an mit der Legung. Es ist jetzt wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wo man hin möchte, also was du konkret möchtest. Der Fokus mehr auf das, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst. Denn hier ist jetzt gerade die Energie sehr, sehr gut für das Manifestieren, also dass das, was du dir wünschst, oder das, worauf du dich fokussierst, sehr rasch Realität werden kann. Schauen wir jetzt mal, was wir hier noch erfahren dürfen. Und hier geht es um eine Unklarheit. Vielleicht bekommst du auch deshalb diesen Impuls mit der 777. Du kannst natürlich auch, wenn dir die 777 immer wieder unterkommt, auch gerne mal recherchieren, wie andere diese Zahl deuten. Denn jeder legt das meistens ein bisschen anders aus. Und man muss natürlich dann auch für sich selbst entscheiden, was für einen selbst richtig ist. Aber die 777 ist an sich ein sehr gutes Zeichen und steht eben auch für Glück. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Bestimmte Dinge sind hier gerade im Unklaren. Also du weißt nicht genau in einer bestimmten Angelegenheit, wie es hier weitergeht oder du kannst dir den Weg nicht so recht erkennen, kommst hier vielleicht ein bisschen schleppend voran aktuell. Das in Kombination mit der 777 deutet auch darauf hin, dass das hier offenbar auch so sein soll. Hier kann man aber auch erkennen, dass das einfach ein temporärer Zustand ist, wie üblicherweise ja alles im Leben ist, denn die Veränderung ist das Einzige, was wirklich konstant ist und diese Unklarheit, die soll sich auch wieder auflösen, ja, also das ist jetzt nichts, was von Dauer ist. Auf deiner Ebene können wir hier noch erkennen, dass sich hier gerade sehr viel um Gerechtigkeit und Ausgleichung dreht. Also deine Gedanken drehen sich hier um ein bestimmtes Thema. Das kann jetzt natürlich auch darauf hindeuten, dass hier vielleicht in der Vergangenheit die ein oder andere Ungerechtigkeit geschehen ist, oder dass hier irgendetwas, dass hier vielleicht ein Kräfteungleichgewicht geherrscht hat. Vielleicht hat auch jemand die eigene Position ausgenutzt. Wenn du
du hier beispielsweise auf etwas Berufliches schaust. Und für dich geht es hier sehr stark darum, dass hier ein Gleichgewicht wieder einkehrt. Das kann aber auch etwas ganz anderes betreffen. Das kann natürlich auch das private Umfeld betreffen. Und vermutlich geht es auch darum, wie man dieses Gleichgewicht hier wiederherstellen kann. Schauen wir jetzt mal in die Blockaden, die aktuell hochgefahren sind. Die Blockaden, die sich hier zeigen, sind bereit aufgelöst zu werden und sorgen eben hier und da für Verzögerungen oder eben auch den ein oder anderen Stillstand. Und wenn sie dann aufgelöst sind, dann stellt sich üblicherweise ein Zustand der Erleichterung ein, beziehungsweise kommen die Dinge immer mehr und mehr in den Fluss. Und wir schauen uns jetzt mal an, was wir hier erfahren dürfen. Und anschließend schauen wir uns wie immer die Lösungsimpulse vom Universum an. Und hier haben wir gleich ein wichtiges Thema. Es geht hier um ein Spielchen in den Blockaden. Also das deutet meistens auf ein Machtspiel hin oder ein nicht ehrlich sein, sich hier nicht auf Augenhöhe begegnen. Das deutet auch auf ein Thema im zwischenmenschlichen Bereich hin. Das kann jetzt auf kann auch ein Thema in einer bestehenden Partnerschaft sein. Das kann jemand im Bekanntenkreis sein, Freundeskreis, berufliches Umfeld. Ich nehme an, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst, dann weißt du bereits ganz genau, um wen es hier geht. Und das ist natürlich eine Blockade, die brauchen wir, denke ich, nicht näher erläutern. Wenn hier etwas in dieser Hinsicht los ist, dann ist das natürlich auch ein Thema, das einen beschäftigt. Ich meine, das haben wir hier auch schon zu Beginn der Legung. Du bist hier schon sehr auf eine Lösung ausgerichtet. Also du möchtest, dass das hier geklärt wird. Ich denke, dass deshalb hier auch die Karte in den Blockaden liegt, dass das näher erläutert werden soll, worum es denn hier geht. Also es dürfte hier um ein zwischenmenschliches Thema gehen. Der Lebensbereich, also den das betrifft, das weißt vermutlich du ganz genau, was das ist. Schauen wir mal weiter. Und hier wird vor einer Kurzschlussreaktion gewarnt, meine liebe Jungfrau. Mit dem Hinweis, also das ist mir schon beim Aufdecken gleich ins Auge gesprungen, dass du hier aktuell nicht ganz nicht 100% in deiner Kraft bist, weil du hier vielleicht, das könnte hier auf Schlafstörungen hindeuten, also vielleicht bekommst du nicht genug Schlaf, vielleicht bekommst du auch nicht genug Erholung. Es kann auch sein, dass diese Angelegenheit, um die es sich hier dreht, dass das sehr, sehr kräftezehrend ist. Ja, das kann auch sein. Und es ist jetzt eben sehr, sehr wichtig, dass du zuerst in deine Mitte kommst oder dass sich hier die Dinge beruhigen sollen. Wir haben nämlich hier auch diesen Impuls zu Beginn der Legung, dass hier einiges sehr aufgewühlt ist. Das kann natürlich auch auf die Gefühlswelt hindeuten, dass so viele Gedanken in deinem Kopf sind aktuell, dass du hier nicht auf einen grünen Zweig kommst. Und da geht es dann auch darum, diesen Zustand anzunehmen, damit sich die Gedanken dann langsam wieder sortieren können. Und es ist jetzt hier irgendwo wichtig, also hier wird davor gewarnt, vor einer Kurzschlussreaktion, also da geht es dann eben auch darum, sich ein bisschen Zeit zu lassen, bevor man hier auf etwas reagiert. Und wir haben nämlich auch hier in den Blockaden noch einen Hinweis, eben das gehört hier ganz, ich denke, das gehört hier alles zusammen, das dürfte hier ein größeres Thema sein. Irgendeine Antwort oder eine Reaktion von einer bestimmten Person, ich denke eben die Person, um die es sich hier dreht, die führt eben auch dazu, dass das Ganze hier ein bisschen verzwickt ist oder schwierig ist. Kann auch sein, dass dich das hier aus der Fassung gebracht hat, was hier auf dich zugekommen ist.
Und das dementsprechend auch dazu führt, dass eben das Universum sagt, bitte halte kurz inne, bevor du hier reagierst, eben auch zu deinen Gunsten, meine liebe Jungfrau. Also das ist hier, geht hier auch darum, dass hier, dass du hier einfach vorgewarnt sein sollst, hier ein bisschen abzuwarten. Es kann auch sein, dass man einfach ein paar Minuten überlegen soll, bevor man hier antwortet, damit sich das Ganze hier nicht weiter hochschaukelt. Denn ich habe hier irgendwie so das Gefühl, dass es darum geht. Es kann auch sein, dass hier eine Antwort blockiert ist, also dass du auf eine Antwort wartest und dich das hier aus der Fassung bringt oder dich das hier sehr viel Kraft kostet, ja. Das kann natürlich auch sein, dass es hier um einen Fall von, sagt man halt jetzt auch so das klassische Ghosting ist, also dass du hier hingehalten wirst und eine Reaktion auf etwas brauchst. Das muss jetzt nicht zwingend die Liebe betreffen, auch an jeden hier, der hier neu ist. Ich lege eben mit voller Absicht nicht zum Thema Liebe, weil diese Legungen laut meiner Erfahrung oft nicht viel bringen oder nur die wenigsten Legungen hilfreich sind. Und ich spreche auch nur zu diesem Thema, wenn sich hier eindeutig etwas in der Legung dazu zeigt, denn dann hat es üblicherweise auch einen Mehrwert. Also das kann jetzt die Liebe betreffen hier. Das kann aber auch sein, dass das hier, wenn es hier ein Machtspiel ist, das kann auch etwas Berufliches sein, dass du hier auf eine Reaktion wartest, auf eine Antwort wartest, auf eine Zu- oder Absage wartest, kann auch den familiären Bereich betreffen, kann auch jemand im Freundeskreis sein, ja, wo sich hier irgendetwas zusammengebraut hat. Und es geht hier jetzt eben, denke ich, auch darum, das Ganze zu klären. Also je nachdem, was das ist, diese Antwort, ob sie jetzt da ist oder nicht, das sorgt hier eben auch für Unruhe. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir doch in die Lösungsimpulse vom Universum, was dir hier geraten wird. Du weißt, das ist eine allgemeine Kartenlegung. Du entscheidest final, was du machst, denn nur du weißt, was für dich richtig ist und was für dich nicht richtig ist. Ja, also hör hier bitte immer auf dein Herz. Das sind einfach Impulse vom Universum. Und es kann auch sein, dass nur Teile für dich zutreffend sind. Entscheiden tust am Ende immer du. Wir fangen jetzt direkt hier unten an. Also hier geht es darum, das Ganze, was diese Antwort betrifft, hier geht es darum, irgendwo drüber zu stehen, ja, auch wenn das nicht ganz einfach ist, aber du kannst das, du bist sehr stark, das kann man hier auch sehen, du bist viel stärker, als du dir zutraust oder als du wahrnimmst, ja. Jetzt holen wir hier noch eine Information ein bisschen mehr. Okay, das ist auch hilfreich. Hier geht es darum, meine liebe Jungfrau, dass du auf dein Traumgeschehen achten sollst. Hier, diese Karte kommt jetzt in letzter Zeit auch wieder öfter in den Legungen vor. Es ist wichtig, also das sagt das Universum, vor allem auch was diese Situation betrifft, was diese Antwort oder Reaktion betrifft, dass du hier dein Traumgeschehen beobachtest, also falls du dich an deine Träume, deine Nachtträume erinnern kannst und hier bestimmte Symbole vorkommen, die sehr prägnant herauskommen, dann solltest du mal nachschlagen, für was diese Symbole stehen. Immer mit ein bisschen Abstand das Ganze betrachten, denn Träume können von bis gedeutet werden. Auch immer im Hinterkopf behalten, auf welchen Lebensbereich du hier aktuell schaust, nur als kleiner Hinweis. Was hier noch hinzukommt, was diese Karte betrifft, ist, dass du auch deine Tagträume beobachten sollst, also in weiterer Folge, worum drehen sich deine Gedanken? Vielleicht stellst du dir hier vielleicht einen
einen Timer oder einen Wecker, der ein paar Mal am Tag läutet und wo du dann ganz bewusst darüber nachdenkst, worum sind deine Gedanken gekreist? Denn auch hier könntest du auf einen grünen Zweig kommen. Und es geht hier konkret auch eben um eine andere Person. Ich vermute eben die Person, um die es sich hier dreht. Es können natürlich auch im Einzelfall mehrere Personen sein, also dass es hier um eine Gruppendynamik geht. Aber ich kann dir eben auch versichern, du bist hier sehr, sehr stark, du kannst das schaffen, du kannst das auch aushalten, ja. Also du bist viel stärker, als du glaubst, ganz wichtig für dich. Jetzt geht es auch hier um etwas, was abgeschlossen werden soll, was enden soll. Da fragen wir jetzt auch mal näher nach. Es geht hier darum, dass etwas abgeschlossen werden soll, damit hier etwas Gutes zu dir kommen kann. Ja, ich habe das Gefühl, es geht hier einfach um diese Situation. Wichtig ist, dass hier eben keine Kurzschlussreaktion passiert. Es geht darum, dass das Ganze geklärt werden soll. Es geht hier um ein klärendes Gespräch, damit das endlich aufhört. Denn genau diese Sache verhindert hier Erfolg. Erfolg kann vieles sein. Das muss jetzt nicht zwingend etwas Finanzielles betreffen. Es gibt auch ganz andere Erfolge, beziehungsweise muss jetzt auch nicht den Beruf betreffen. Aber es geht ja darum, dass hier etwas Positives zu dir möchte und dafür muss hier jetzt etwas geklärt werden. Es kann auch sein, dass du hier etwas mit dir selber klären sollst. Wenn es hier jetzt um diese Unklarheit geht, die hier auch rausgehen soll, da kann man jetzt einfach erkennen, es ist wichtig, dass du dir Gedanken darüber machen sollst, was ist dein Ziel in dieser Verbindung, wer auch immer das ist? Wie hättest du denn diese Verbindung gerne? Wie sollte denn das eigentlich aussehen? Oder was möchtest du genau konkret klären? Also was dein Ziel ist, das soll hier definiert werden. Ich denke, deshalb ist ja auch die 777-Energie so wichtig, denn das kannst du jetzt ganz konkret formulieren, vor allem auch, was du nicht möchtest. Und genau das bringt dich auf den Punkt, was du möchtest. Und dann geht es in weiterer Folge darum, genau mit diesen Informationen vermutlich zu dieser Person zu gehen und darüber zu sprechen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Lage ist mit dieser Person, ob man hier überhaupt miteinander sprechen kann oder nicht. Das wird hier bei jedem ein bisschen anders sein. Wichtig ist ja auf jeden Fall, dass das hier geklärt wird und dass das hier nicht länger so im Raum steht. Denn das verhindert nämlich auch den Blick auf etwas sehr, sehr Positives, was sich hier bereits entwickelt, so wie ich das sehe. Ja, also hier soll etwas sehr Positives zu dir kommen. Und das kann nur zu dir kommen, wenn du diese Sache hier klärst. Denn diese Sache ist wirklich sehr, sehr groß und sehr, sehr prägnant in deinem aktuellen Tagesgeschehen vorhanden. Und das soll natürlich so nicht bleiben. Jetzt geht es hier auch noch darum, dass hier für Ausgleich gesorgt werden soll. Das ist jetzt natürlich recht unkonkret. Da wollen wir jetzt natürlich noch einen Lösungsimpuls dazu haben, denn so einfach machen wir uns das hier nicht. Es geht hier um einen Neuanfang, okay. Ein Neuanfang wird dir hier oder etwas Neues zuzulassen vielleicht auch, wird dir hierbei helfen, die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das kann jetzt sein, dass hier vielleicht das ein oder andere in deinem Alltag ist oder in deinem Leben, was jetzt nicht mehr so wirklich zu dir passt. Etwas, was geklärt werden möchte, was losgelassen werden möchte. Es kann auch um unerledigte Aufgaben hier gehen, die du vielleicht schon länger vor dir herschiebst, die jetzt erledigt werden sollen, damit hier eine frische Energie entsteht. Und hier wird sehr, sehr viel auch angedeutet,
dass hier Platz geschaffen werden soll, damit hier ein Gleichgewicht sich manifestieren kann, damit hier ein Gleichgewicht entstehen kann. Also das, hier geht's sehr stark um Altlasten, die abgebaut werden sollen. Das kann dann eben auch dazu führen, dass du hier für dich konkret in dieser Sache erkennst, wie du das für dich lösen möchtest. Das kann jetzt natürlich sein, was diese zwischenmenschliche Angelegenheit betrifft. Das kann für den einen oder anderen bedeuten, dass man hier erkennt, okay, das führt zu nichts, das wird so nicht weitergehen. Kann aber auch sein, dass man hier einfach merkt, okay, über diesen Punkt sollte man miteinander sprechen, und kann natürlich auch sein, dass man erkennt, dass hier vielleicht ein riesengroßes Missverständnis ist. Also kann auch darauf hindeuten, dass man hier sich neu kennenlernt und neu beginnt. Das lasse ich wie immer offen, bevor man sich voneinander verabschiedet. Also vielleicht ist auch das diese Kurzschlussreaktion. Das sollte man sich schon auch immer gut überlegen. Also das kann, also diese Entscheidung kann ich und möchte ich auch nicht abnehmen. Das ist etwas, worüber man gut reflektieren sollte, je nachdem, um wen es sich hier handelt. Ja, denn oft ist es auch so, dass ein klärendes Gespräch dann auch dazu führt, dass diese Verbindung in eine Heilung geht. Wo das Ganze hingeht, das lassen die Karten hier auch sehr, sehr offen. Also das ist einfach etwas, dem du dich widmen sollst. Wichtig ist einfach, dass hier bestimmte Dinge beendet werden sollen, geklärt werden sollen, abgeschlossen werden sollen, damit hier erstens etwas Positives zu dir kommen kann, denn hier kündigt sich einfach auch ein Neubeginn an. Und dafür soll jetzt eben auch etwas getan werden. Schauen wir jetzt noch in die Tendenz, also was höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommt. Ich fange jetzt gleich hier in der Mitte an, denn hier geht es darum, hier wirst du mehr vor etwas gewarnt, und es geht hier darum, hier nicht mehr lange zuzuwarten, ja, was diese Angelegenheit betrifft, dieses Kräfteungleichgewicht, denn das auf längere Sicht fällt das negativ auf dich zurück, ja, also das gibt dieser Person oder diesen Personen einfach immer mehr und mehr Freiraum, wenn das nicht geklärt wird, ja. Kann auch dazu führen, dass sich hier eine andere Kettenreaktion löst, die in weiterer Folge auf das hinauslaufen könnte, dass du hier in einer bestimmten Angelegenheit einen Nachteil hast oder benachteiligt wirst. Deshalb ist es wichtig, sich jetzt darum zu kümmern. Das heißt nicht, dass das binnen 5 Minuten geschehen soll, also natürlich darauf vorbereiten, aber sich jetzt darauf ausrichten, dass diese Sache geklärt werden soll. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, also hier haben wir einfach eine Kurskorrektur, einen Vorschlag für eine Kurskorrektur in der Tendenz für dich, dass du diese Sache angehst, denn es kann hier etwas sehr, es möchte hier ja wie gesagt auch etwas sehr, sehr Positives zu dir kommen, und aktuell geht es ja einfach auch darum, dass du dich hier darauf ausrichtest, dass diese Sache in die Klärung geht, vielleicht auch darauf schaust, dass du genug Ruhephasen bekommst, dass du genügend Schlaf bekommst, denn das kann auch sehr, sehr hilfreich sein, dass du hier für dich erkennst, wie du das Ganze klären möchtest. Dann haben wir hier noch etwas. Es geht hier darum, dass hier etwas abgewehrt werden soll. Das kann jetzt auch bedeuten, dass egal wie das hier verläuft, dass du hier für dich erkennst, wo du hier eine Grenze ziehst. Also hier kann man erkennen, dass hier Grenzen gezogen werden sollen. Also wo es darum geht, wo es um dein Wohl einfach geht, wo du dann erkennst, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das kann natürlich auch sein, dass das hier das Thema ist. Das wird hier auch ein bisschen offen gelassen. Es kann noch sein, dass hier jemand versucht, sich einen Vorteil in einer bestimmten Angelegenheit zu holen und du das dann eben auch dementsprechend abwehren kannst. Wichtig ist einfach, dass du dich um diese Sache kümmerst. Und dann haben wir hier jetzt noch etwas, meine liebe Jungfrau, hier kündigt sich eben dieser Neuanfang an.
Und hier sollst du auch darauf vorbereitet werden. Das kann jetzt natürlich auch sein, in diesem Fall, wenn du auf die Liebe schaust, dass sich hier eine neue Bekanntschaft ankündigen könnte. Ja, versprechen kann man das nicht. Das kann auch generell ein neuer Kontakt sein, eine neue Freundschaft, vielleicht auch eine neue geschäftliche Verbindung, die sehr vielversprechend ist. Und hier sagt das Universum auch, hier geht's aber um eine Weiterentwicklung. Das ist doch eine Verbindung, die sehr, sehr lange bestehen kann. Aber hier geht's auch darum, dass man hier Neues lernt. Also vermutlich eine Person, die du vom Charakter her in dieser Form noch nie kennengelernt hast. Also eine ganz, ganz neue Erfahrung. Ich denke, du kannst mir folgen. Also eine ganz neue Erfahrung kündigt sich hier einfach auch an. Und dafür soll jetzt auch für Ordnung gesorgt werden, beziehungsweise für Balance gesorgt werden, beziehungsweise diese belastende Angelegenheit, dieses Kräfteungleichgewicht, das soll hier geklärt werden, damit das Ganze dann auch Raum hat, um in dein Feld zu kommen. Also das klopft hier schon sehr merkbar an, sehr spürbar an, eine neue Erfahrung. Das kann auch, wenn du mehr auf Berufliches schaust, kann natürlich auch ein neuer Job sein, ein neues Standbein, eine neue Tätigkeit. Vielleicht möchtest du irgendetwas Neues ausprobieren. Das kann hier alles auf dich zukommen. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass du hier dafür sorgst, dass dementsprechend auch Platz gemacht wird. Ja, und wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.